So, alle miteinander. Der Tonchef. Sind wir okay? Gut. Hallo zusammen, ich bin der Cody Plus oder Cody PP auf dem GitHub. Ich habe mir eine lange Zeit Gedanken gemacht zur Kryptographie und möchte euch das gerne heute vorstellen. Da. Ich konnte das Projekt jetzt können ein paar Jahre durchziehen und jetzt auch können publizieren in dem Sinn auf dem GitHub. Das Thema ist Kryptographie, also mit Daten umzugehen und vor allem den Aspekt Privacy oder Privatsphäre dort drin hochzuhalten. Wie auf dem Beispiel eben der junge Mann, der will ein Business machen mit seinen Füttern aus dem Kriegsgebiet. Muss sich auch Gedanken machen, wie er das transportieren kann. Authentizität von seinen Files, dass die ihm gehören. Und auch Integrität, also wenn er es übertreibt. Und der andere Herr hat uns da gezeigt, was man so mit Daten auch machen kann. Und wer auch interessiert ist an Daten. Und dass zum Beispiel so Sicherheitsdienste oder Nachrichtendienste auch ihre internen Daten ja nicht verschlüsseln, sondern dass das jeder kann absaugen, der Zugriff hat. In dem Fall werden Daten zu Taten, also Whistleblowers, teilen uns die mitteilen und einen wichtigen Beitrag leisten in der Gesellschaft. Die aktuelle Geschichte ist eigentlich zum Beispiel in der Türkei die Schliessung der Zeitungen. Dort werden massiv Daten abgetragen und wie man hier sieht mit diesen Nachrichten, die ich rauskopiert habe, die werden auch benutzt, um also etwas zu unternehmen. In dem Fall werden die Daten zu Waffen. Hm? Was ist das Problem mit dieser Verschlüsselung? Da wird behauptet, dass die türkische Regierung können die Nachrichten entschlüsseln und dadurch können Tausende von Anhängern von dem Gülen identifizieren und eben im zweiten Teil nachher unternehmen sie auch Aktionen gegen diese Leute, zum Beispiel Enteignungen, Verurteilungen, was auch immer, also an den Rand stoßen. Problematik ist, wir alle sind irgendwie mit einem Lock-in gebunden an Plattformen, also wie wir vorher gesehen haben, Android oder Office 365 oder Amazon, Wolke, irgend so Sachen. Vertrauen wir diesen Services? Können wir diesen Services überhaupt vertrauen? Das andere Problem, das ich jetzt nachher noch weiter ausführen möchte, ist eigentlich die Alterung der Verschlüsselung. Also, wenn wir heute verschlüsseln, können wir dann sicher sein, dass das verhebt für die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre. Der andere Punkt auch, Datenübertragung. Wir haben Protokolle, die sicher sind. Wird aber auch immer wieder aufgezeigt, wie man sieht mit diesen Angriffen auf HTTPS und so, TSL. Die sind nicht sicher. Ja? Also Speicherung. Wir müssen die Daten können auf einem Medium ablegen, zum Wiederbeschaffen. Da müssen wir uns Gedanken machen, ja, die erwartete Lebenszeit von diesen Medien ist irgendwie beschränkt. Also müssen wir das natürlich unterhalten. Und eben wieder Herstellung, Entschlüsselung können wir in Zukunft, wenn wir jetzt das möchten, aufhalten und wir haben es verschlüsselt, können wir das in 20 Jahren noch entschlüsseln überhaupt? Und was kommt dann raus? Da kommt vielleicht das PDF raus in einem Format 1.4, wo man dann gar nicht mehr lesen kann oder so. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also das Ganze ist mit Problemen behaftet. Und mein Interesse ist jetzt vor allem mal zu schauen, was ist mit dieser alternden Verschlüsselung eigentlich los? Nicht? Also
als Beispiel da aufzeigt in dieser Grafik. Die blaue Linie ist einfach die konstante Annahme, dass die Verschlüsselung zu 100% verhebt. Ja? Also blau ist die Verschlüsselung. Und rot ist die Linie vom Computing Power, wo ansteigt. Also mit Moore's Law haben wir eine Verdopplung all 1,5 Jahre. Also wird der Computing Power immer stärker. Und die philosophische Frage ist eigentlich, zu was wird denn der Computing Power gebraucht? Der wird wahrscheinlich eben dazu gebraucht, um Verschlüsselungen können zu knacken. Zum Computing Power gehört auch dazu, dass man Fehler findet. Dass es also eine Verschlüsselung, die 128 Bit ist, im Key, dass dann die vielleicht nur noch effektiv 126 Bit ist, weil man da gewisse Angriffe kann starten drauf. Und die gestrichelte Linie ist eigentlich die relative oder effektive Stärke von der Verschlüsselung über die Zeit. Also wenn man das historische Beispiel anschaut mit dem DES-Verschlüsseln vor 20 Jahren, dann muss man sagen, die haben zum Zeitpunkt T0 das verschlüsselt und angenommen, ihre Stärke bleibt konstant, aber effektiv ist es eigentlich der Entwicklung von dieser gelben Kurve gefolgt. Und DES ist heute knackbar, muss man sagen. Und das wird wahrscheinlich auch mit anderen Verschlüsselungen passieren, mit anderen Algorithmen, die man heute benutzt, weil wir das heute festlegen. Und dann ist es fixiert für die Zeit, wo man die Daten aufhalten will. Am Rand noch eine Bemerkung, dass man vor allem auch schlechte Pseudo-Random Number Generators benutzt. Also das wäre vielleicht auch ein Thema, das man angehen. Jetzt mit dem Projekt, das ich da gestartet habe, möchte ich genau dem entgegenwirken. Ja? Also ich suche eine Verschlüsselung, die mathematisch aufzeigt, dass ihre Stärke über die Zeit eigentlich zunimmt. Ja? Das wäre nämlich eine Lösung von dem Dilemma, dass ich dieser gelben Kurve, dieser effektiven Stärke, müsste folgen. Auch da ist wieder die rote Kurve, der Computing Power geht schon auf, aber durch den Algorithmus, den wir benutzen, werden wir eine stärkere Verschlüsselung haben, indem wir mehr verschlüsseln. Ja? Wir machen da nämlich verschiedene Sachen. Also wir nehmen One-Time-Pads mit AES-Verschlüsselung. Das ist der Standard, wie andere auch machen. Was ich dann mache, ist, ich tue die Daten aufsplitten in gleiche Teile und ich tue nicht lokale Daten dann in diesen Teilen abspeichern. Also das Chunking machen vom verschlüsselten Bereich. Und wenn man die anonymisierte Daten dann poolen, dann kann man mathematisch aufzeigen, dass es sehr schwierig wird, dass ohne Zusatzwissen, also ohne den Key sozusagen, den Zusatzkey, die Daten wieder richtig zu arrangieren, um können entschlüsseln. Ja? Darum ist dann die Behauptung daraus heraus, dass die Blaukurve von uns eigentlich ansteigt, weil wir den Pool ausweiten und dadurch auch entgegenwirken könnt dieser Ausweitung vom Computing Power, die sowieso stattfindet. Ja? Darum ist unsere gelbe Kurve eigentlich ansteigend und sie wird nicht geschnitten von Computing Power. Ne? Also da der Zustand im Traditionellen, wo die blaue Kurve, wo unsere Verschlüsselung geschnitten wird mit dem Computing Power, das ist eigentlich dann, wo es nicht mehr effektiv ist, die Verschlüsselung. Ja? Und mit dem neuen Ansatz ist das eigentlich nicht mehr möglich. Wie komme ich dort hin? Ich könnte auch noch eine kleine Animation zeigen, wie die Daten jetzt aufbereitet werden. Ich klicke da mal drauf, und passiert etwas. Ist da eine Nummer? Nein. Moment. Im Browser. Genau. Wir haben sogar Internet heute. Oder auch nicht. Gerade nicht mehr. Moment.
Ich kann das reinladen. Sieht gut schwierig aus im Moment. Ja, Moment, ich komme. Wo ist denn das wieder? He? Seite, irgendetwas. Jetzt sollte man über den Bildschirm können mirroren, ja? Wieso läuft jetzt da meine Animation nicht ab? Okay, muss ich nachher erst schauen. Machen wir mal ohne. Ja? Aber ich kann es in Wort erklären. Also, wir verschlüsseln immer einen Block von, sagen wir, 64 MB. Wir füllen die mit unseren Daten. Und immer wenn die 64 MB gefüllt sind, der Buffer, dann tun wir die verschlüsseln mit dem AES 256 Kilobyte-Bit Algorithmus. Und wir füllen die sozusagen zielweise. Und wenn er voll ist, tun wir nachher die rausschreiben in Row Orientation, oder? Das nämlich wir dann nicht mehr lokale Daten eben in diesen Rows, in diesen Columns haben, weil wir ja mit Zielen eingefüllt haben, aufsteigende Adressen, tun wir nachher kolonnenweise auslesen. Ja, dann haben wir im Ziel, in der Zieldatei von unseren verschlüsselten Chunks, haben wir nachher nicht lokale Daten, die dann miteinander abgespeichert werden. Und aus so einem Buffer von 64 MB generieren wir 256 einzelne Files, die eben anonymisiert sind. Die sind nicht mehr zuordnbar, aus welchem Bereich von diesem Buffer die kommen. Und wenn wir das jetzt anschauen und ausrechnen, was Komplexität ist, wenn wir jetzt aus einem Pool von 4096, so Chunks, die haben wir schon gesammelt. Oder? Die kommen von anderen Leuten oder die kommen von uns, das sind verschlüsselte so Chunks. Und wir nehmen jetzt einen kleineren Buffer von 4 MB mit 16 Teilen, wie auf dem Beispiel. Und jeder Chunk ist 256 KB. Dann gehen wir hier rauf bei 2 hoch 12 und schneiden die Kurve und dann haben wir etwa Komplexität von 150 Bit, 2 hoch 150 Möglichkeiten gibt es, um 16 Teile aus 4096 in der richtigen Reihenfolge auszulesen. Und das ist jetzt nur Komplexität eben von dieser Anordnung, wenn man diese Anordnung nicht kennt. Das ist noch gar nicht die Verschlüsselung mit dem AES. Und dezimal ausgeschrieben ist das eben 10 hoch 45, also so eine schöne schöne Zahl mit 45 Null hinten dran. Das ist Komplexität, die man nur schon erreicht, indem man die Dateien aufteilt und sozusagen ein Pooling macht von diesen Chunks. Wenn man die Komplexität erhöht, kann 32 oder 64, dann werden die Buffers grösser, aber wir haben auch mehr Slices oder Chunks, die wir dann dort rausschreiben. Dann wird also Komplexität immer höher, um die korrekt anzuordnen. Also die Lösungsansätze, die ich hier jetzt mache, mit dem ist, es basiert auf AES, Normalstandardverschlüsselung, aber wir tun die Daten dann junken, dann können wir sie nämlich transportieren, wir können sie redundant halten. Wir denken, dass die Verschlüsselung Jahrzehnte wird überdauern, weil es wird für einen Dritten wahrscheinlich nie möglich sein, wenn man einen Teil von dem in die Cloud
speichern oder einen Teil von dem auf die CD brennen, dann ist es für einen Dritten nie möglich, die, all die Daten zusammenzubringen und die Buffers wieder können rekonstruieren. Wir poolen das eben, poolen, dass also verschiedene Source-Daten zusammenkommen. Die sind alle anonymisiert, die kann man nicht unterscheiden. Das erhöht eben den, in dieser Grafik hier unten, wenn man den Pool Size unten anschaut, wenn man da eins aufgeht, dann gibt es so und so viel Komplexität mehr. Also 4096 Junks in diesem Beispiel, das ist jetzt auch nur 1 GB von Ursprungsdaten gewesen. Bei einem Terabyte haben wir dann schon 4 Millionen Junks. Also das kann ich gar nicht mehr rechnen, wie viel Bits das ist. Und eben, wir wollen dann das redundant abspeichern, die Junks, die anonymisierten Daten, sicheren Transport. Und was wichtig ist für die Langlebigkeit, wir machen dann auch so ein Speichermedium-Hopping. Also wir speichern das jetzt auf einem Disk abspeichern, aber der Disk, der lebt vielleicht 3 Jahre und wir haben unsere Daten für 20 Jahre abspeichern. Sprich, wir müssen alle paar Jahre so eine redundante Kopie einfach wieder auf den neuen Datenträger überspielen. Aber das ist einfacher, wenn wir da eine Ansammlung von so kleinen Chunks haben, als wenn wir jetzt irgendwie eine 4 GB oder 5 GB Video haben, wo in einer Datei ist. Applikation, eben, die ich sehe im Moment, ist digitale Archive für Long-Term Storage oder auch Backup mit Deduplikation, also dass man nur verändernde Daten wieder neu abspeichert. Dadurch auch wieder das N, die Size vom Pool, ausdehnet. Und das andere ist Laptop-Mode, wo man sagt, okay, ich habe eine Plain Installation von einem OS auf meinem Laptop und meine Daten habe ich jetzt junked, verschlüsselt und irgendwie auf einer zweiten Partition abgelegt. Die kann ich dann im Zielland kann ich dann die wieder rekonstruieren, auch mit anderen Teilen, die ich zum Beispiel aus der Cloud runterlade. Dass auf dem Rechner eigentlich gar nicht alle Daten drauf gewesen sind, dass ich das könnte wieder entschlüsseln. Das Projekt ist wie... Op. Ah, jetzt kommt er. Ah, das ist aber nicht sichtbar. Das ist noch... Grafik zum Laptop-Mode. Wir sagen, wir haben einen Laptop, der eben einen Teil von diesen Junks mit sich trägt und im Zielland, wenn wir das wiederherstellen, unsere Daten, das tun wir dann komplementieren durch Daten, die wir über das Internet herunterladen. Die Schlüssel, die Metadaten, die man immer braucht für das, die müssen wir halt dann irgendwie auch auf einem sicheren Medium außerhalb vom Laptop aufbewahren und mittransportieren. Aber das wäre etwa die Idee, dass man das könnte umtragen. Genau. Das Projekt ist auf dem. Das Projekt ist auf dem GitHub. Es gibt den Source-Bereich oder auch einen Doc-Bereich, was wir jetzt gerade vorher gesehen haben, mit dem Laptop-Mode. Es sind ein paar Sachen beschrieben. Es ist Open-Source mit der GNU-License. Dort denke ich vor allem, eben, das bildet Trust, nicht? Wenn man sagt, das kann man reviewen. Und das wäre auch spannend, wenn man neue Kollaborateure findet für das Projekt, die das benutzen und kritisch hinterfragen. Das Ganze ist geschrieben in F-Sharp und läuft auf .NET oder auch Linux, Mac mit dem Mono-Environment-Framework. Es hat bis jetzt einfach Command-Line-Interfaces für Backup und Restore. Und in Zukunft möchte ich das noch ausweiten mit GUIs und Services, dass das auch für kommerzielle Benutzer könnte interessant werden. Beta-Testing und Testinstallationen sind in Planung und schon durchgeführt zum Teil. Es gibt einen Haufen Organisationen, die haben viele Daten, die sie stark absichern müssen.
Also NGOs und kommerzielle Buden oder so. Das wäre das Ziel. Ja, wenn ihr Interesse hättet, wäre spannend, wenn ein paar würdet mitmachen. Kritisch das anschauen und mal benutzen. Und ja, wo man das sonst noch einsetzen könnte oder was man noch machen könnte. Eine Idee wäre zum Beispiel Content Delivery. Ja? Wir leben alle im Zeitalter von Akamai. Aber das ist ein kommerzieller Dienst, ja, mit seinen Filters. Könnte man auch so Content Delivery machen zum Beispiel. Ja. Habt ihr Fragen dazu? Eindrücke? Kritiken? Ist es klar gewesen, wie es etwa funktioniert, die Verschlüsselung? Könntest du irgendwie ein Beispiel machen von, eben, sagen wir, ich habe jetzt eine Datei und ich möchte die, sagen wir mal, für immer aufbewahren und so, dass nur ich darauf zugreifen kann, also auf den Inhalt. Wie würde jetzt das funktionieren mit dem System? Also was für Softwarekomponenten und braucht es mehrere Computer? Eben, könntest du das an dem einen Beispiel durch erklären, bitte? Genau, ja. Du brauchst nur einen Computer, also mal grundsätzlich, um die Verschlüsselung zu machen und dann die Software, die self-contained ist. Das Beispiel läuft eigentlich so ab, wie auf dieser Grafik dargestellt. Wir arbeiten eben immer mit so einem Buffer, der eine bestimmte Grösse hat. Und dann beschreiben wir den mit den Daten in Zielrichtung. Ja, das sind die verschiedenen Farben, sind jetzt verschiedene Dateien, die wir abspeichern. Nachher tun wir einen Buffer, also dann ist vielleicht deine Datei noch nicht ganz abgespeichert da drin, ja? Aber ein Teil wenigstens. Und dann tun wir den Buffer schon mal verschlüsseln. Das sind dann die Zahlen, die da drüber reinkommen. Wir machen das Shuffling von diesen Columns. Und aus praktischen Gründen tun wir das dann rotieren, oder? In dem Sinn, dass wir nachher wieder zielweise lesen können. Ja? Also aufsteigende Adressen. Und das wird dann nachher getrennt und schlussendlich in einzelne Files, also ein Ziel da von diesen grauen Mäusen, schwarz-weiß, das ist dann eine Datei, so ein Chunk. Ja? Und praktisch würde das ablaufen, dass du dann einen Diskbereich hast, wo die Chunks nachher aufbewahrt werden. Und im anderen Bereich, was aus dem Algorithmus rauskommt, sind Keys, oder? Die One-Time-Pads, die Random Keys. Die werden dann mit den Metadaten, was für Files und wie Checksums sind und so von diesen Files, wird dann in einem anderen Bereich abgespeichert. Wichtig ist auch, dass eben die Metadaten und die Keys privat bleiben. Oder? Nur die Chunks, die anonymisiert sind, die nur noch Daten sind, sind auch nicht lokale Daten in einem abgespeichert. Die kann man dann irgendwie abspeichern. Ja. Es bietet sich dann eben an, so Distributed File Systems zu nehmen. Hadoop, HDFS oder ExtremeFS und so. Dass man das mit Redundanz eben auf verschiedenen Rechnern kann abspeichern kann. Da kann man dann auch relativ easy eine Bridge haben für auf Cloud Services und so. Erklärt das ein bisschen? Der Ablauf. Jetzt ist es besser, ja. Aber also du sagst, schlussendlich für jeden Chunk, der ist mit One-Time-Pad verschlüsselt. Also das ist Teil von dem Prozess. Der Buffer, ja. Also sagen wir die 64 Megabyte. Okay. Der ist verschlüsselt. Also One-Time-Pad heisst, du hast entsprechend einen 64 Megabyte grossen Schlüssel dazu. Ja, nein. Wir haben einfach einen One-Time Schlüssel, den wir nehmen, ja. Wir tun nicht. Also es ist nicht One-Time-Pad? Nein, genau, ja. Okay. Ja, du hast recht. Ja, also es genau. Ist AES. Genau. Und für AES hast du einen Schlüssel. Genau. Okay. Ja. Und aber wenn du jetzt die verschlüsselten Daten redundant ableihst, aber den Schlüssel nur einmal hast und du verlierst die Kopie, dann hast du Pech. Ja, also dann ist schlussendlich, das ganze Konstrukt hat in dem Sinn gleich keine Redundanz, also was mich schützt vor dem Ausfall von einem Speichermedium, wenn es jetzt zufällig das ist, wo der Schlüssel drauf ist. Ja. Okay.
für den Schlüssel muss man auch eine Strategie fahren, oder? Vor allem privat behalten und auch Redundanz irgendwie abspeichern. Oder ausdrucken, nicht QR-Code machen, dass man es irgendwann wieder einlesen kann. Auf eine physische Speicherung dann sozusagen gehen. Also beide Teile brauchen so eine Art Strategie, ja. Aber wenn man den Schlüssel verliert, ist natürlich fertig. Dann kann man das nicht mehr wiederholen. Oder? Weil eben die Komplexität, wie ich aufgezeigt habe, ist ja extrem. Oder? Also, da sind wir jetzt beim 1 GB Daten, die 4096 Chunks geben. Und wenn ich 16 aus diesen 4096 muss auslesen und in die richtige Reihenfolge sozusagen aneinander heften, oder? Dann brauche ich schon 10 hoch 45 Möglichkeiten. Also, das kann man ohne Zusatzwissen nicht machen. Wie funktioniert dann der Restore? Also eben, wenn ich etwas abgeleitet habe, wie finde ich dann die richtigen Chunks in der richtigen Reihenfolge? Genau. Das sind Metadaten, die anfallen, die dann eben im privaten Bereich speichern muss. Und die musst du im Restore auch wieder zur Verfügung stellen. Also das sind die Keys und die Anordnung. Und da drinnen suchst du auch deine Files mit Namen oder Checksum oder so. Und er benutzt dann das wieder, um das zusammensetzen. Also er geht dann den Weg wieder retour und holt die Chunks, die er braucht. Setzt die zusammen zu diesem Buffer. Und dann hast du wieder 64 MB von deinen Daten. Und dann macht er den nächsten Buffer und so. Eine alternative Strategie wäre eigentlich, oder, wenn man sagt, wir tun einfach ein File, wo bestimmte Größe, eben das Video 5 GB, tun wir verschlüsseln einmal, oder? Da kommst du einen Key über und dann sind aber all deine Daten sozusagen dort draussen. Und der Angriff wäre dort eigentlich nur den Key können zu guessen, oder? Also, und dann die Verschlüsselung, Entschlüsselung damit starten, dass du irgendwie wieder auf einen Source-Text kommst, oder? Aber wenn du jetzt nur schon von deinem 5 GB File, oder? Würdest du einfach irgendwie die Hälfte abschneiden und dann das File neu zusammensetzen und dann weisst nur du, wie du das gemacht hast, oder? Dann hättest du eigentlich einen ähnlichen Effekt wie da jetzt, oder? Mit dem Algorithmus. Für einen anderen ist es not obvious, wie du jetzt das wieder zusammengesetzt hast. Und er kann dann eigentlich die Verschlüsselung gar nicht angreifen, oder? Es geht eigentlich um den Schutz von dieser Verschlüsselung, die wir anwenden. Also heute OS, früher das DES, oder? Dass man die nicht angreifen kann, tun wir dann eigentlich die verschlüsselten Daten schon so anordnen. Also werden jeweils die einzelnen Chunks, du hast glaube gesagt, irgendwo 256 Kilobyte ist eine. Also ja. So eine wird als Stückli AES verschlüsselt. Oder Nein. Wird zuerst das File als Ganzes AES verschlüsselt und dann in Chunks aufteilt? Genau, okay. Der Buffer wird verschlüsselt, auch mit Chain-Mode, oder? Und dann tun wir die andere Orientierung, so die Columns rausschneiden und in Files legen, genau. Die Files sind alle gleich gross, da kann man auch den Timestamp manipulieren und so. Und sonst beinhaltet die keine Metadaten, oder? Also die kann man dann, es gibt kein Signal, wo man dann die wieder eben zurückverfolgen können. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Wie würdest du dann vorschlagen, würden wir das Schlüsselmaterial und die Metadaten aufbewahren? Also sagen wir, ich würde jetzt eben für einfach die Daten auf meinem Laptop ein Backup machen mit dem Tool. Was mache ich dann mit dem Schlüsselmaterial? Also ich meine, ich könnte es zum Beispiel einfach auf einen USB-Stick tun, der bei mir daheim auf dem Schreibtisch liegt, aber gibt es relativ offensichtlich Probleme, oder? Der wird irgendwann gefunden, ja. Genau, ja. CD
Man kann auch das Material bei der Großmutter lagern. Ja, okay, dann muss ich halt jedes Mal zuerst sie besuchen, wenn ich das Backup oder einen Restore machen, oder? Ja, ja. Die Idee wäre, dass man einen Webservice machen würde, oder, wo man sagt, mit einem normalen Login und Authentifizierung kann man sozusagen seine Keys nochmal verschlüsseln, zum Beispiel eben PGP oder so, und dann auf den Webservice legen. Und dann kann man es dort wieder holen. Wenn ja, also dann ist es jetzt höchstens so sicher wie PGP, oder? Genau, ja. 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 Plus, wenn ich PGP traue, das kann ich auch oder, direkt brauchen, um meine Daten zu verschlüsseln. Ja, ja. Also wenn du sagst, PGP ist genug sicher zum Schlüsselmaterial für ein Tool X ablegen, auch so, dass die mit PGP verschlüsselten Daten auf einem Webserver wären, wo jemand anderes darüber Kontrolle hat, also traue ich, dass PGP lange, dann kann ich einfach nur das Tool nehmen, oder? Um ein File verschlüsseln. Ja. Also ich sehe nicht so ganz... Es wird aber einfacher, oder? Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, das Beispiel von dem 5 GB Video, wo du möchtest einfach verschlüsseln und dann privat können backuppen, oder? Und dort ist sozusagen, das Video musst du ja dann auch können sichern, oder? Also das leihst du auf dem Backup oder so. Und der Key musst du ja auch irgendwie sichern, nicht? Den hast du immer. Und in diesem Fall ist es jetzt auch so, also es gibt dann sozusagen eine Compression, oder? Daten werden ja jetzt in diesem System wie zu einem Key, oder? Und durch das gibt es auch eine Compression von diesen Daten, die du musst absolut sicher verwahren, oder? Einfach die Metadaten und die Keys. Und der verschlüsselte Teil, den kannst du rausgeben, oder? Ja. Aber das ist ja bei PGP in dem Sinn noch viel stärker, weil dort muss ich sozusagen genau die Passphrase für meinen Key geheim behalten. Mhm. Ja. Also, oder von mir aus halt der Private Key, wenn er keine Passphrase hat. Ja, also ja. Irgendwie 4 Kilobyte oder so. Und das ist es. Egal wie viele Dateien ich verschlüssle. Ja, oder? Ja. Wo leistet denn der ab zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel könnte man den auf eine Smart Card tun. Also spezielle Hardware, die nicht viel kann, die ich auch immer auf meinem Körper tragen könnte, wenn ich genug paranoid bin, wo es sehr, sehr aufwendig ist, um den Key zu extrahieren, oder? Und für Anwendung mit PGP kann ich das mit einer Smart Card machen, wenn ich will. Jetzt für das System, das du vorschlägst, wo halt im Prinzip für jede Datei kommt ein bisschen Metadaten dazu, oder? Also es gibt Smart Cards und einfach, ja, im besten Fall, du kannst einen 4 Kilobyte Key drauf tun, die meisten schaffen nicht mal das. Ja. Also dann fällt wo ich finde, halt sehr sichere Option für Geheimnis aufbewahren, fällt weg bei deiner Lösung, oder? Gut, es gibt so Möglichkeiten, es gibt ja so geschützte Flash-Speicher, die man haben kann, oder? Wo eigentlich auch fast nicht knackbar ist, oder? Also mindestens normale technische Möglichkeiten nicht. Also so was wie selbstverschlüsselnde USB-Festplatten, oder? Ja, nicht gerade Festplatten, aber auch Mikroprozessor Speicher, oder? Wo du kannst nachher ablocken, dass er eigentlich nicht mehr auslesbar ist von außen. Okay. Ja. Und mit so Sachen bauen sie ja dann auch die Sticks, die dann eben sicher sollen sein, oder? Ja. Also so Medien werden irgendwann aufkommen, wo man das kann abspeichern, ja. Ja. Aber ich finde es noch einen guten Punkt, eben, ja, die Keys, da muss man auch ein die Metadaten und Keys, die muss man sicher können aufbewahren, oder? Und die Frage ist ja, ob man jetzt auch das nochmal verschlüsselt, PGP, was auch immer, und dann so wieder einen Key hat, wo man dann halt muss aufbewahren. Ja, vielleicht kommen uns dann noch gute Ideen auf, wie man das könnte lösen alles, ja. Aber es ist ein super Einwand, ja. Also ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, wenn ich mir die Zeit anschaue, weiß ich ja trotzdem, in welcher Reihenfolge die Teile da reinkommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt ein Cloud-Server ist oder so, wo da diese Stückchen raufgeladen werden, dann muss ich mir einfach merken, wann sind welche Stückchen dazugekommen.
Und dann weiß ich zwar immer noch nicht genau, will ich jetzt wie zusammengehören und so, aber wenn die innerhalb von 15 Minuten kommen zum Beispiel, kann ich annehmen, dass in dem Fenster wohl einige zusammengehören werden. Also da müsste man wie irgendwie Verzögerungen einbauen von ein paar Tagen oder Wochen, was dann wieder unpraktisch wäre, damit es wieder unklarer wird, was mit zusammengehören könnte. Genau. Also dann kommt eben diese große Zahl dann auch wieder runter, wenn jemand da permanent beobachten kann. Gerade wenn er nur einen Snapshot bekommt von dem Moment und das nicht alle Teile sind, dann ja. Ja, ja. Also die Strategie dort ist ganz wichtig, dass man einen Teil von der Daten sozusagen nicht rausgibt, oder? Eben die tun wir auf CD, DVD brennen und lokal behalten oder sonst irgendetwas. Das andere ist, dass man eben die Daten vielleicht ein bisschen aufbehaltet, nicht? Über ein paar Tage, solange man noch Platz hat, und dann erst rausspielen. Ja. Weil genau das ist das Problem. Ein anderer könnte das verfolgen, wie die reinkommen und reintröpfeln, oder? Dann weiss er die Reihenfolge nicht, aber er weiss etwa, was der Range ist. Mhm, wo die zusammengehören. Ja, ja. Aber dann wäre er immer noch am Punkt, er müsste dann noch AES können knacken. Also, aber. Ja, ist gut. Ist die Datenmenge, wie wird die da multipliziert? Also die gibt ja viel mehr Daten, wenn ich da überall so viel noch. Ist das eine Verzehnfachung oder was? Ich habe es nicht ganz verstanden. Wie viel Daten mehr habe ich dann, wenn ich ein File mit einem Megabyte habe? Wie viel Backup ist das nachher? Ja, mal nur eine Kopie, ohne jetzt noch die redundanten 5 oder 10. Also wenn man das jetzt laufen lässt, nur für eine Datei, die 1 Megabyte ist, oder? Dann wird trotzdem ein ganzer Buffer benutzt. Ja? Weil das ist die kleinste Einheit. Also je nach, die kleinste ist 4 Megabyte, oder? Also 16 Chunks. Und die größte 256, 64 Megabyte. Aber du sprichst wohl eher an, ob dann die verschlüsselten Daten mehr ausmachen als die Ursprungsdaten. Ja? Und das ist eigentlich nicht der Fall. Nein. Nein. Und es hat auch GZIP-Compression drin noch. Also Daten, die kompressionierbar sind, könnten noch komprimiert werden damit. Ja, vor der Verschlüsselung, genau. Aber wenn ich viele kleine Dateien habe, also dann wird das gigantisch mehr. Also nein, wir füllen dann einfach den Buffer, oder? Konsekutiv. Ah, mit anderen Files? Mit den dann. Files, ja. Aha. Und wenn die Buffergröße erreicht ist, dann verschlüsseln wir das Ding. Aber daneben fallen eben Metadaten an, das kann unterschiedlich sein. Also wir zeichnen dann einfach mindestens mal auf, was für ein Dateipfad gesichert wurde, oder? Und Checksums von den Files und so. Es wird auch blockweise dann in diese Buffers geschrieben, 64 Byte im Moment. Das wiederum hilft an der Deduplikation später, nicht? Also, wenn ich dann wieder mit dem File komme, da ist nur ein Byte geändert, dann speichere ich nur den 64 Byte Buffer Block neu, der da ringsum ist, nicht? Mit der Deduplikation. Und die Metadaten, ja, das sind im Moment XML-Files zur Weiterverarbeitung geeignet. Also das sind dann irgendwie Kilobytes, nicht? Wie stellst du sicher von den verschlüsselten Daten, eben, wenn ich vielleicht zum Beispiel in Cloud backup, dass die nicht manipuliert werden? Ja, also vom Buffer tun wir eine Checksum berechnen und ablegen deine Metadaten. Sprich, beim Zurückspielen, auch von den Chunks der einzelnen, wenn wir die wieder zurückspielen, dann können wir das eigentlich nachvollziehen, dann sehen wir es gerade. Aber das wäre jetzt ein typischer Attack, wo jemand fahren könnte, um dieses Archiv kaputt zu machen. Oder? Dann das einfach ein paar Sachen verändert. Dann wirst du das nie mehr können zurückspielen. Oder?
Darum müssen wir eine relativ hohe Redundanz erfahren, dass wir doch immer irgendwie eine Kopie noch haben, dass wir das Ganze wieder zurück rekonstruieren können. Mhm. Speed ist ja manchmal auch noch ein Thema bei diesen Sachen. Jetzt, das Befühlen ist relativ schnell, weil wir ja in aufsteigenden Adressen in den Buffer hineinschreiben. Und das Auslesen da column-wise ist dann ein bisschen langsamer in die Files, aber wir sind immer noch im Bereich, von, dass wir Disk-Durchsatz limitiert sind. Also mit, ja. Also wenn ich jetzt das so höre, so wie wenn du das wie eine Festplatte managst, also die Chunks sind wie die einzigen Blöcke auf der Festplatte. Und da kann man ja so Sachen machen wie RAID oder sonst irgendetwas auch in diesen Files sind oder so irgendetwas. Genau, das ist dann, wie man die Speicherung macht von diesen Sachen, ja, genau. Also vor allem eben, wenn man ein bisschen längerfristig das andenkt, dass man dann vielleicht das RAID benutzt, ja. Sie sind, also Chunks muss man nochmal anschauen, als wie eine Art, es ist eine Adresse, oder? Die gehört dann irgendwo rein, in so einen Buffer, an gewisse Stelle. Und sie wird, hat irgendwie eine random ID, oder? Und wird über das angesprochen. Genau, und das ist ja mit der Festplatte das Gleiche. Also ein Block hat auch eine Adresse, geht irgendwann mit rein. Und mit RAID tut man dann sagen, wie tut man die Blöcke duplizieren und ausrechnen, dass man dann zum Beispiel von diesen Chunks Parities kann erzeugen kann. Dass man sie dann kann zurückrechnen und halt nicht das Archiv doppelt oder dreifach müsste behalten. Ja, ich habe mal umgespielt mit Parities auch, genau. Jetzt ein bisschen aufblähen von den Daten. Ich weiss nicht, ob das dann so sicher ist, weil das wäre schon fast ein Einfallstor für einen Attack, nicht? Nicht, dass ich wüsste, weil du kannst ja auch einfach verschlüsselte Daten auf ein RAID ablegen und dann nicht anhand von der Parity-Daten, weil du hast ja die verschlüsselten Daten, wo du einfach Parity machst. Ja, ja, genau. Dann nachher tust du die verschlüsselten Daten wiederherstellen. Dann musst du ja eh immer noch zuerst die Chunks wieder zusammensetzen. Dann. Dann musst du dann wieder entschlüsseln. Das heisst, das ist nur zum Sicherstellen, dass niemand irgendwie in den verschlüsselten Daten ein bisschen umspielen oder ein Bitrot oder so irgendetwas. Ja, hat. Ja. Gut, wenn wir das mit der Parity ein bisschen weiterziehen, dann im Buffer rein, oder? Der ist verschlüsselt. Dann sagen wir, wir tun jede zweite Column würden wir sozusagen als Parity. sagen wir. Ein Drittel, oder? Wir nehmen immer zwei Columns und tun dann ein drittes Bild als XOR einfach gerade. Dann könnte man eigentlich nachher auch Spiele machen, dass man beim Zurückspielen randommäßig wieder Columns gehen, zurückholen, oder? Wir können die eine Parity oder die andere zurückholen, um die zwei Columns wieder zu rekonstruieren. Also von diesen drei brauchen wir dann nur zwei, die wir gehen abrufen. Das wäre noch eine Strategie, um auch ein bisschen verschleiern, was denn da drin eigentlich gesucht wäre. Welche Teile das wieder würden, ja, rekonstruieren. Und sonst RAID, ja, die Teile fliegen einfach um als Files. Also. Ja, man kann Parities auf Files machen. Ja, ja. Das geht gut. Können wir vielleicht nachher noch anschauen, wenn noch. Gut, merci mal.